Morgen! So, nachdem wir heute mal wieder die Nacht zum Tag gemacht haben, ist er jetzt halbwegs fertig. Ja, der Wiedlohr aus Berlin, der Mark, der wollte nämlich mal wissen, wie man so einen Hochspannungszüchtungskasten baut. Aller Uhrzeitcode, Siba Geigi, du wartest, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, gut, dann mal hier die kurze Erklärung. Also, ich habe mir so ein Teil damals, war vor ein paar Jahren gewesen, zugelegt, als das Geld noch ein bisschen lockerer saß. Von Eurodidakt ist so ein Verlag oder so ein Handel für Lehrer, also ein Lehrgerät sozusagen. Ich glaube, schlappe 600 Euro hat es gekostet und zieht auch gar nicht wenig Strom. Ich habe es nämlich hier in Verbindung mit einer Autobatterie und so einem Gleichrichterding. Ja, aber da das Ding nur ein paar 50, 60 Watt bringt, ja, ist das natürlich kompliziert mit dem Licht. Das geht zwar eine Zeit lang, aber irgendwann fängt es dann an mit Piepen. Naja, mal gucken, wie lange es jetzt aushält. So, okay, nochmal hier zur Erklärung. Also, wir kommen hier mit ein paar tausend Volt raus, ne? Kann man rumregeln, wie man möchte. Ja, gehen wir auf 6000. 6 macht es maximal ein bisschen zurück. Mal nicht ganz so viel Strom ziehen, dass wir ein bisschen was sehen. Jawohl, genau. So wie ich das mitbekommen habe, ne, ist bei unserer Erde, ich bin da gern auf andere Meinungen gespannt, unten Plus und oben Minus. So habe ich es bei mir jedenfalls angeklemmt. Das ist der Minus. Gucken wir mal, ob da auch ein bisschen Saft drauf ist. Mal schauen. Soll ich wirklich? Ne, ich schalte das mal aus. Moment. Erstmal ausschalten. Okay. So, ausschalten. Jawohl. So, jetzt haben wir hier, wie viel Volt haben wir drauf? 5000. 5000 Volt da drauf. Haben wir wirklich da drauf? 5000. Ja, das sieht gut aus. Aha, gut. Okay. So, aber hier brauchen wir ja eigentlich keine Stromstärke bei dem Zeug. Sondern hier brauchen wir ja eigentlich nur Spannung. No? Und dann hier ein Feld zu erzeugen. Fließt da hier eigentlich kein Strom? No? Gut, können wir wieder einschalten. So, und um das etwas energiesparender und vor allem kostensparender hinzukriegen, gibt es natürlich tausende Möglichkeiten, Hochspannung zu erzeugen. Ne? Ich bin hier jetzt gerade an diesem Ding hängen geblieben. An mein Zwischending vom Müller-Generator oder Adams-Motor mit Bedini-Motor in der Mitte. Ne? Die anderen Videos kennt ihr. Ja, und siehst du, müssen wir die Lampe ausschalten. Nee, ausschalten. So rum. Gut. Okay. Naja, ganz so viel Licht brauchen wir eh nicht, weil es kommt nämlich gleich diese hier ins Spiel. Diese welche. So. Und ja, ich habe ja immer versucht, mindestens halbwegs genauso viel Energie rauszubekommen aus dem Ding, wie ich reinstecke. Ne? Mir ist das nie so richtig gelungen. Bis auf jetzt. Ja, ihr könnt selber mal beobachten. Ich schalte einfach mal ein, das Teil. Das läuft mit zwei 9-Volt-Batterien in Reihe geschalten. Dürften jetzt so bei 16, 17 Volt ungefähr liegen. So, schalten wir mal ein. Hier gehen wir mal auf relativ. Ne? So, das ist das Ampermeter, was den Strom misst, der in den Motor reingeht. Motor, Generator, wie gesagt. Das ist das Ampermeter, was anzeigt, wie viel Strom in die Zündspule reingehen. Die dann Hochspannung machen. Ne? Das machen die Zündspulen halt so. So, laufen wir mal los. Aha. Das bringt er jetzt raus. Das zieht er. Okay, dann drehen wir hoch.
Ah, Moment, halt. Wir wollen ja gucken, ob Hochspannung da ist, ne? Also, nehmen wir mal die Lampe mit hierher. Und schließen Sie mal hier eine Hochspannung an, ne? Zweimal. So, da leuchtet noch nichts, ne? Dann regeln wir mal rum. Okay, schaut doch ganz gut aus. Und 100 mA bringen wir aus, ne? Steht das hier drauf? 100 mA? Und so viel zieht er? Und das ist die Hochspannung, die da blinkt? Mhm. Ja gut, zugegeben, ne? Diese... Ey, 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 komm her. Dieser Funken ist jetzt nicht ganz so groß wie bei diesem anderen Netzgerät, nicht? Aber wir haben trotzdem Hochspannung da, ne? Seht ihr? Okay. Kommen wir weiter ran. Ja, und... An Arbeiten der Uni Mainz, glaube ich, habe ich irgendwie gelesen, wenn man Weizen optimal unter Hochspannung keimen lassen will, reichen sowieso nur 750 Volt aus. Also man kann das dann hochrechnen, ne? Pro Zentimeter verliert man dann, glaube ich, um die Hälfte. Ihr könnt ja dann nochmal nachgucken, wie das ist. Ja, aber ein 600-Euro-Gerät braucht man nicht, um Hochspannung zu erzeugen. So viel steht fest. Mhm. Ja. So viel erstmal dazu. Was dann hier rauskommt, da halte ich euch dann auf dem Laufenden. Bis später erstmal.